Hallo, hier ist Jens von Wildhand Biltong und im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure eigene Biltong-Box aus Pappe bauen könnt. Mit einfachsten Mitteln, die eigentlich jeder im Haushalt haben sollte. Das ist der erste Teil einer Serie über Biltong-Boxen selbst bauen. Deswegen abonniert den Kanal, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Also bis gleich. So, also was erwartet euch im heutigen Video? Zuallererst möchte ich sagen, ihr solltet etwa 90 Minuten Arbeitszeit mitbringen und ich zeige euch ansonsten alle Schritte, die ihr braucht, um zu eurem eigenen selbst hergestellten Biltong zu kommen, auf einfachste Art und Weise. Ich werde unter anderem zeigen, wie ihr die Marinade für das Biltong berechnet, welche Zutaten ihr braucht. Ich werde euch zeigen, welches Fleisch ihr auswählen könnt und solltet. Wie ihr die Schnitte macht für das Fleisch und das Ganze dann mariniert. Ja, des Weiteren schauen wir uns an, wie diese Kiste hier zustande gekommen ist, welche Materialien ihr dazu braucht, wie man das Ganze dann zusammenbastelt. Und ich würde auch empfehlen, bis ans Ende des Videos zu schauen. Wir werden nämlich uns das Ergebnis verköstigen und da warten noch ein paar Aha-Erlebnisse. Deswegen schaut euch auch das Ende an, um ein paar Sachen zu lernen, wie ihr ein paar einzelne Sachen hier vielleicht noch besser hinbekommt. Ja, also um euch die Zutaten für die Rezeptur zu berechnen, habe ich hier so einen kleinen Rechner bei Google Spreadsheets erstellt. Ihr müsst dann nur in Zeile B2 eingeben, wie groß eure jeweilige Charge ist. Ja, und dementsprechend rechnet da unten schon die Zutaten um. Ihr könnt das natürlich auch anhand der Prozente selbst mit dem Taschenrechner machen. Ein relevanter Punkt ist hier aber noch, und zwar ich verwende meist eine konzentrierte Essigsäure aus Branntweinessig mit 24%. Falls ihr einen anderen Essig hier, Branntwein, Apfeltafel, verwendet mit 5%, müsst ihr natürlich dementsprechend mehr nehmen. Ich empfehle auch so eine konzentrierte Essigessenz zum Beispiel gibt es da zu nehmen. Warum? Weil ihr dann ganz einfach nicht so viele Abtropfverluste habt und qualitativ macht das keinen großen Unterschied. Für die Gourmets unter euch würde ich Apfelessig empfehlen, könnt ihr ruhig mal eben ausprobieren. Gibt eine ganz leicht dezente Note noch mit. Die anderen Essige werdet ihr echt nicht unterscheiden können. Und um jetzt das Fleisch für das Biltong vorzubereiten, richte ich jetzt eine Marinade an. Was die Rezeptur angeht, das hatte ich euch ja bereits gezeigt und den Link auf den Rechner gegeben, hoffe ich denn. Ich habe hier die Zutaten schon mal abgewogen. Also wir haben hier Meersalz in schöner Flockenform. Es lässt sich besonders gut verarbeiten, gebe ich schon mal in den Gastronomenbehälter. Flüssigzutat, hier den konzentrierten Essig, den gebe ich auch schon mal dazu. Dann haben wir hier schwarzen Pfeffer und Koriander und das muss jetzt noch ein bisschen gemörsert werden. Bleibt dran, das dauert nicht allzu lange bei der Portionsgröße. Ja, das war der Pfeffer. Der Koriander lässt sich dann natürlich noch ein bisschen leichter aufbrechen. Ich mag es auch, wenn der gar nicht so allzu sehr durch ist. Und man den noch so halb geöffnet dann außen am Biltong kleben hat. Ganz wunderbar. So, und das hier wäre die Marinade. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist sie jetzt in meinem Fall recht
trocken. Ich hatte ja auch schon bei der Rezeptur gesprochen über das Thema, welchen Essig nehmen wir denn? Meine Erfahrungen sind ganz einfach, dass das Fleisch jetzt während des Marinierens auch noch relativ viel selbst aussaftet. Und deswegen nehme ich eher was eher Trockenes. Und der Essig sorgt dann wiederum trotzdem dafür, dass es genug durcharbeitet an der Fleischoberfläche. Denn wir wollen ja auch den pH-Wert etwas absenken. Das ist entscheidend für die Haltbarkeit als auch für die Konsistenz des Fleisches. Also mit Essig wird das Fleisch zarter. Wer zum Beispiel schon mal in Buttermilch eingelegtes Wild zubereitet hat, der wird wissen, wovon ich rede. So, kommen wir zum nächsten Teil, zu unserem Fleisch. Das hole ich jetzt kurz. So, und was wir hier sehen, sind etwas mehr als 2 Kilo Rinderhüfte von unserem örtlichen Fleischer. Und wie man sehen kann, das ist nicht besonders liebevoll zubereitet. Also hier muss noch einiges abgeschärft werden. Also da kann ich von Glück reden, dass sonst unsere Wildfleischproduzenten da schon ein bisschen für mich vorarbeiten. Habe ich normalerweise etwas weniger Arbeit mit. Ganz entscheidend dafür ist ein gut geschärftes Messer. Die schärfe ich regelmäßig. Zeige ich euch vielleicht auch noch mal in einem separaten Video. Im Moment soll mir hier nur das Wetzen reichen, dass ich hier durch das Bindegewebe komme, welches ich entferne. Ebenso würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt da auch gerade vielleicht ein bisschen fetteres Stück habt, großzügig weg damit, das braucht ihr alles nicht. Das eben stört den Reifeprozess und insbesondere Fett kann halt später dazu führen, dass das Zeug auch geschmacklich verdirbt. Also schlecht wird euch nicht davon, aber es schmeckt ganz einfach nicht so dolle, wenn es dann ein bisschen älter wird. Deswegen müsst ihr hier anständig vorarbeiten. Eben hier sehen wir zum Beispiel noch Fett. Tja, das wäre alles wundervoll für den Hund. Haben wir aber gerade nicht zur Verfügung. Genau. Das dauert jetzt hier noch eine Weile. Ich würde vorschlagen, wir schalten da später nochmal rein. So, und eine gefühlte Ewigkeit später ist jetzt das Fleisch von den Bindegewebsresten entfernt. Genau, und auch das Fett abgeschärft, sodass wir jetzt eigentlich hiermit weiterarbeiten könnten. Einen Punkt habe ich noch vergessen zu erwähnen. Welche Fleischart empfiehlt sich denn überhaupt für Biltong? Und das ist tatsächlich recht eingeschränkt, denn ihr braucht relativ zartes, fettarmes Fleisch. Das kommt vor allem an den Hinterkeulen vor, wenn es jetzt ein Stück Wild ist oder halt beim Rind. Gott, wie nennen wir das denn auf Deutsch? Auf Tschechisch heißt es Küter, jetzt fehlt mir schon der Begriff. Die Hüfte, Oberschenkel. Also ganz konkreter reden wir auch hier von den Teilen, die heißen Oberschale und Unterschale, rund um das Hüftgelenk rum. Das sind eben die besten Teile, abgesehen mal von dem Filet, aber Filet ist nicht unbedingt wirtschaftlich, um daraus Biltong zuzubereiten. Deswegen nehmt hier diese Ober- und Unterschale. Dann gibt es da auch noch die Nuss, die wäre prinzipiell auch ein super Fleisch, die ist aber ziemlich klein und deswegen schwer in diese langen Biltongstreifen zu verarbeiten. So, zurück zum Thema. Wie soll man den Schnitt machen? Also das hängt natürlich auch davon ab, wie dick eure Stücken werden sollen. Ich selbst nehme als Richtmaß hier immer so den Daumen, das Daumenende, das ist so das, was ich zuschneiden will. Und da sehen wir schon, das hier wäre so optimal und das müssen wir jetzt einfach noch auf Länge bringen. Dazu gibt es den sogenannten Fächerschnitt, aus dem könnt ihr super lange Streifen. Aus dem könnt ihr super lange Biltongstreifen zubereiten. In der Box jetzt allerdings, wo ich arbeiten werde, habe ich relativ beschränkten Raum. Ich müsste mir die sogar noch mal kurz angucken, um abzumessen. Und auf diese Länge sollte ich zuschneiden, damit die Dinger ganz einfach nicht am Boden hängen. So über den Daumen würde ich jetzt aber mal peilen, dass wir hier rüber reden. So. In etwa so diese Länge. So, hier habe ich den Fächer nicht so schön gesetzt. Passt auf eure Finger auf hier beim Schneiden. Genau.
Und so sieht das doch schon besser aus. Ich denke, das ist eine gute Länge, mit der man arbeiten kann. Und so würde ich jetzt auch weiterschneiden. Noch ein Punkt, zu dem soll ich mit der Faser oder gegen die Faser schneiden. Also es gibt in Südafrika da die Meinung, dass man immer gegen die Faser zuschneiden würde, denn das Fleisch würde dann mehr von der Marinade aufnehmen. Wie auch immer, das gehört in den Bereich des Glaubens, da haben sich tatsächlich Wissenschaftler schon mit beschäftigt und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ihr das Fleisch mit oder gegen die Faser schneidet. Am Schluss, wenn ihr diese kleinen Abschnitte macht, kommt ihr eh nochmal quer rüber, deswegen, das ist wurscht. Genau. So, den Rest schneide ich jetzt mal zu, da braucht ihr nicht dabei sein. Wir sehen uns später. So, und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Fleisch und Marinade müssen jetzt ganz einfach nur noch ein bisschen vermengt werden. Knetet das Ganze durch und abschließend dann einen Deckel rauf und für 24 Stunden ab in den Kühlschrank. Ja, während das Fleisch mariniert, wollen wir uns jetzt mal ranmachen und die Pappbildungbox bauen. Ich zeige euch erstmal, was wir da so an Bauteilen haben. Im Endeffekt ist das aber alles völlig improvisiert. Also ich habe hier eine Plexiglasscheibe, die soll hier vorne rankommen, damit wir auch sehen können, was während des Trocknens da drin passiert. Ich mache es mal so. Weil später wird das Fleisch dann hier auch so drin hängen. Ups. So, was haben wir denn da alles? Genau, die Glühlampenfassung. Genau, also geheizt. Die Temperatur drin erzeugen wir mit einer Glühbirne. Das ist die klassische südafrikanische Methode. Falls ihr irgendein anderes Heizelement habt, was halt klein genug für so eine Kiste ist, könnt ihr natürlich auch sowas verwenden. Es ist nicht entscheidend, dass da irgendwie Licht drin an ist. Ja? Also da geht es wirklich nur um die Heizwirkung. Und deswegen müsst ihr mal auch gucken, wo ihr sowas hier noch bestellen könnt. Ich habe die aus dem tschechischen Online-Shop, Name ist mir nicht geläufig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, sowas wird es in Deutschland auch geben. Da die ja offiziell verboten sind, werden die hier als Heizmittel angepriesen und genau so verwenden wir die auch. Also wir tun hier nichts, was irgendwie das EU-Recht beugen würde. Warum habe ich hier drei Stärken? Ganz einfach, weil wir ja da drin so 30 bis 35 Grad erreichen wollen und ich habe jetzt halt das Ding noch nicht ausprobiert, deswegen keine Ahnung, was wir da für eine Leistung brauchen. Ich habe hier 75, 100, 150 Watt und wir müssen dann einfach gucken. Unten werden wir das Ding ein bisschen mit Alufolie auskleiden. Und ganz entscheidend ist auch der Luftstrom. Wir werden hier oben dann einen alten PC-Lüfter, den habe ich halt aus dem defekten PC gerettet, werden wir einbauen, um eine schöne Saugwirkung da drin dann zu erzeugen. Hier unten machen wir zwei Luftlöcher rein, die ich noch mit Fliegengitter, das habe ich jetzt noch nicht hier, parat abdichten werden, um das Ding halt auch vor irgendwelchen Insekten, die es zu der Jahreszeit zwar hier eh nicht mehr gibt, aber egal, genau, sichern werden. Das Ding. Genau, hier dieser PC-Lüfter funktioniert mit 12 Volt. Zeige ich euch nur mal ganz kurz, hier eben ist ein 12 Volt Netzteil, ihr könnt da, was weiß ich, was ihr an Spannungsquelle habt, auch eine Autobatterie würde, glaube ich, funktionieren. Genau, und so halt improvisiert angeschlossen. Sowieso, das ganze Ding hier ist ja hier, soll eine improvisierte und möglichst einfache Bildungbox sein. Und dementsprechend haben wir hier halt auch Bastlerteile. Genau, hier mit so einer Heißklebepistole werden wir dann alle möglichen Bestandteile am Rahmen festmachen. Was haben wir denn da noch? Hiermit eben auch ein altes, aus irgendeinem Netz, irgendein ausgedienten Netzteil mal gerettet. Das Kabel werde ich jetzt verwenden, um dann die Glühbirne damit anzuschließen. Ein paar Ader-Endhülsen sind nice to have. Ich selbst habe ja mal Elektroniker gelernt, deswegen würde ich sowas verwenden. Wenn ihr da euch durchfuschen wollt, könnt ihr auch einfach denn die Leitung verdrillen und anschließen, wenn ihr sowas habt. Ansonsten verwendet das.
Säge, genau, das sehe ich jetzt hier noch. Ach doch, da hinten. Da hinten haben wir eine Holzleiste. Das soll dann die Aufhängung hier für unsere Stangen. Das hier die Stange und da werden wir den Haken dran befestigen. Und eben die dann müssen wir natürlich noch auf Länge bringen. Zack, zack, zack. Und ansonsten eben nur, weiß ich noch gar nicht, ob ich es brauche. Mal sicherheitshalber ein Taschenmesser. Den werde ich garantiert brauchen hierfür. Und dann haben wir hier noch ein paar Fleischerhaken. Kleinste Ausführung. Falls ihr sowas nicht habt, nicht bekommt, nicht wollt, ich habe meine ersten Versuche mit einem Stück rostfreiem Edelstahldraht gemacht. Also ihr, genau, weil die sind auch ziemlich wuchtig. Vielleicht sogar springe ich noch um. Müssen wir mal gucken. Zu den kleinen selbstgebastelten Haken, die nehmen ganz einfach weniger Platz weg als jetzt hier so ein Oschi. Aber gucken wir mal, wie wir hier rauskommen, ja? So, und ab geht's ans Basteln. Kamera läuft mit, aber ich glaube, ich werde euch nicht jeden einzelnen Schritt jetzt hier zeigen. So. Ich denke, wir sind soweit für den nächsten Anlauf. Lüfter ist montiert. Ich habe hier noch ein bisschen ausgeschärft, damit der Luftzug besser funktioniert. Jo, Lampe ist montiert, alles verschraubt und 3, 2, 1, Start. Jo, es funktioniert. Lampe macht, was sie soll, Lüfter macht, was er soll. Machen wir die Kiste jetzt mal zu. Ich lasse das Ding jetzt mal 5 Minuten in Betrieb und dann gucken wir mal, was für eine Temperatur drin ist. So, also das Ding ist 5 Minuten jetzt schon an. Schauen wir mal, wie es läuft mit der Temperatur. Aber das ist eindeutig noch zu kühl da drin. Also jetzt haben wir eine Umgebungstemperatur. Hier unten im Keller ist recht kalt. Das ist übrigens unser Arbeitsraum hier, unser zukünftiger. Hier haben wir 16 Grad Umgebung. In der Box sind maximal jetzt 22. Wir wollen aber doch schon auf 30 hochkommen. Das heißt, ich gehe nochmal 2 Stärken hoch mit der Glühbirne auf 150. So, also hier sind wir nochmal mit der 150 Watt Lampe. Ich habe jetzt eben schon festgestellt, also die Temperatur dümpelt immer noch so bei 25 Grad rum und das wollte ich noch ein bisschen steigern. Wir müssen hier eh nachher, wenn das Fleisch drin ist, hier noch ein bisschen was verkleben. Ich habe jetzt aber schon mal die Luftschlitze etwas kleiner gemacht, ganz einfach um den Durchfluss ein bisschen zu reduzieren und die Temperatur hochzukriegen. Im Endeffekt ist eh später entscheidend, was mit der Temperatur passiert, wenn ihr das Fleisch drin habt. Aber gucken wir mal, auf wie viel Grad wir jetzt kommen. Ja, eben 25. Lassen wir es mal gut sein. Also ich würde sagen, jetzt kommt es auf den Echtversuch an. Ich werde dann hier unten abbauen, hoch in unser Gästebad gehen und da soll die Trocknung dann stattfinden. Da stelle ich die Kiste auf und da sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. So, jetzt sind wir mit der Box an dem Ort angekommen, wo die jetzt die nächsten 5, 6, 7 Tage, mal schauen, stehen wird. Ja, und jetzt ist es Zeit, das Fleisch reinzuhängen. Ist jetzt hier 24 Stunden durchmariniert und wie versprochen, es hat noch ganz schön Saft verloren. Den wollen wir aber drin lassen. Das Ding soll ja jetzt möglichst trocken ablaufen. Was einfach heißt, schön abtropfen lassen. So, ich hänge jetzt hier alle Fleischstränge rein, habe die Hoffnung, dass die lang genug geschnitten sind. Falls das nicht der Fall ist, muss ich nochmal gleich ein Messer dazu holen. Thank you.
also 4 Tage sind rum und ich werde mal probieren, wie weit das Fleisch dann schon ist. Hab hier mal ein kleines Stück, was allerdings ziemlich am Rand hing, abgenommen. Das heißt, wir sollten überall in etwa so den gleichen Trocknungszustand haben und es fühlt sich auf den ersten Versuch auch schon mega trocken an. Also der hat wirklich gute Arbeit geleistet hier, die kleine Bildhauenbox. Ja, ui, ja, also das ist hart und das sieht mir gut aus. Wir haben hier noch ein Messgerät, nennt sich Water Activity Probe. Also mit dem können wir dann feststellen, wie hoch die Wasseraktivität da drin ist und ob das Ding lagerbar ist. Jeder Wert, der dauerhaft unter 0,8 bleibt, ist erstmal im grünen Bereich. Also unser Gerät tendiert in seinem Messwert jetzt schon eindeutig unter 0,8. Deswegen werde ich jetzt auch gleich den Rest abnehmen. Aber für euch, die ihr nicht da zufällig ein solches Humimeter in eurem Haushalt rumliegen habt, ja, was wahrscheinlich der Fall sein dürfte, wie erkennt ihr denn, ob es schon soweit ist? Also ihr könnt euch da nur ein bisschen auf Sensorik verlassen. Also das war jetzt super kross, die Oberfläche. Und so muss es auch sein. Also wenn ihr reinschneidet, so ein schon knirschendes Geräusch, das wäre so das erste Indiz. Ihr könnt auch die Gesamtmenge, die ihr dann abnehmt, wiegen. Und die sollte mindestens auf 50% oder darunter im Gewicht zusammengeschrumpft sein. Ja, und das nächste ist auch, das ist im Endeffekt auch ein Fall persönlicher Präferenz. Also wenn ihr das richtig knochentrocken gerne habt, dann müsst ihr es ganz einfach länger als diese 4 Tage dran lassen. Und wenn ihr es gerne so noch ein bisschen weicher im Biss haben wollt, dann sind vielleicht auch 3 Tage schon ausreichend. Also unterhalb von 3 Tagen würde ich auf gar keinen Fall gehen. 4 Tage, denke ich, ist ein gutes Optimum. Ansonsten auch könnt ihr es bis zu 2 Wochen hängen lassen, um es dann richtig durchzuhaben und lange haltbar. Genau. So, hier sind wir wieder bei unserer Chargebildung. Ich werde jetzt hier mal den Deckel abnehmen und das Ding ausschalten. Weil, wie uns die Messung da eben gezeigt hat, da haben wir eindeutig den sicheren Bereich erreicht. Interessant jetzt noch, was mir aufgefallen ist gegenüber früheren Chargen. Wir haben relativ wenig Tropfverluste. Was sagt mir das? Puh, dass also eine relativ schnelle Durchtrocknung da geschehen ist. Auch noch ein kleiner Punkt zum Thema Lagerung von Bildung. Also was nicht gut wäre, wenn ihr es irgendwie einpackt und so, dass keine Luft rankommt. Also jetzt das Zeug, so wie es ist, ist es eigentlich ganz gut geschützt gegenüber äußeren Einflüssen. Wenn es jetzt aber in einer Plastiktüte liegt und irgendwie halt durch Witterungsveränderung anschwitzt und Feuchtigkeit sich an der Oberfläche bildet, dann haben wir ein Problem. Also das Zeug muss trocken und luftig jetzt gelagert werden. Genau, was mich auch noch interessieren würde, ist, mit welchem Gewicht wir hier rausgekommen sind. Das werde ich euch dann gleich in der Küche verraten. So, ich habe jetzt unser Ergebnis mal gewogen und nochmal zur Erinnerung, wir sind mit 2300 Gramm in den Trocknungsprozess gegangen. Jetzt haben wir noch gerade mal 600, also auf etwa ein Viertel ist das Gewicht jetzt hier des Fleisches zusammengesunken. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wie schnell diese Pappbox gearbeitet hat. Ich schreibe es ein bisschen der Lüftungstechnik dazu. Also hier dieser PC-Lüfter, der hat wirklich einen sehr hohen Luftdurchfluss erzeugt und so vermutlich schneller getrocknet, als ich sonst von meinen anderen Konstruktionen her gewohnt bin. Also es war definitiv ein Erfolg mit der Pappbox. Das konkrete Ergebnis, was wir hier haben, Jana hatte eben schon mal probiert, ich noch nicht. Also es ist schon wirklich sehr trocken jetzt nach 4 Tagen. Vorhin hatte ich von 2 Wochen gesprochen, da müsst ihr doch ein bisschen niedriger rangehen. Also ich denke mal, eben eine schöne Konsistenz hat es wahrscheinlich schon nach 3 Tagen. Man kann es auch ein bisschen beobachten, den Zeitraffer hatte ich ja schon gezeigt. Also wenn sich das Fleisch so ein Viertel verkürzt hat, ab da kann es dann interessant sein, halt auch mal anzuschneiden und zu probieren. Ja, also Fazit der Pappbox. Super funktioniert und ist, denke ich, eine gute Sache für jemanden, der das zum ersten Mal macht und ausprobieren möchte.
Wir werden nichtsdestotrotz hier noch ein paar andere Konstruktionen uns angucken, aus unter anderem Holz. Vielleicht auch mal ausprobieren, wie gut denn ein Dörrautomat abschneidet. Wir haben hier sogar einen Ofen, der auf 30 Grad arbeiten könnte. Müssen wir aber mal gucken, ob ich es schaffe, den mal auch 4-5 Tage lang zu blockieren, um zu schauen, was dabei rauskommt. Interessant würde ist aus meiner Sicht aber auf jeden Fall noch die Holzbox, wenn wir die bauen. Da werden wir auch ein paar schöne Ergänzungen noch mit Regelungstechnik und sowas bauen. Alles do it yourself, könnt ihr ganz easy nachbauen. Deswegen abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Ja, und ich freue mich schon auf die nächsten Versuche.